Willkommen zum heutigen Programm. Wenn wir uns unsere Städte ansehen, können wir feststellen, dass es oft das Stadtzentrum ist, das der Stadt die Identität, das Image und das Symbol gibt. Denken wir an Florenz und sehen wir die Piazza della Signoria mit Michelangelos David und dem Eingang zu den Uffizien, wo wir die goldenen Gemälde der florentinischen Renaissance finden, die einen wahren Schatz der Menschheit darstellen. Dies ist das Zentrum, das der Stadt Florenz ihre Identität verleiht. Wenn wir uns Mailand anschauen, finden wir den Dom, der ebenfalls ein Wunderwerk ist, wenn wir denken, dass er komplett handgemacht ist und sie ein paar hundert Jahre daran gearbeitet haben, um ihn herzustellen, können wir nur staunen. Wenn du in den Mailänder Dom gehst, wirst du Wachen an der Tür finden, die kontrollieren, dass du keine unangemessenen Gegenstände in den Dom bringst. Einmal im Innern angekommen, kannst du dich in der Mitte des Doms setzen, der, wie ich feststellen konnte, ein besonders geeigneter Ort für die Meditation ist. Um auf unser Programm zurückzukommen, können wir das Bild der Stadt als Meditation nutzen. Auch wir sind in mancherlei Hinsicht wie eine Stadt. Wir haben unser wertvolles Zentrum, wir haben unsere Vororte und verschiedene Bezirke, wir haben auch eine Ego-Mustermesse, wir haben das Studienviertel, das Familienviertel, das Rotlichtviertel, das Geschäftsviertel, das Handelsviertel und so weiter. Wir finden viele Schilder, die in Richtung Innenstadt weisen. Viele Straßen führen in die Innenstadt, aber nicht immer direkt. Aber wir haben ein GPS, das uns direkt in die Mitte führt. Es ist das GPS der Freude und der Liebe. Als wir an unserer inneren Kathedrale ankommen, sind auch dort Wachen, die uns mit all unserem Gepäck nicht eintreten lassen. Diese Wächter laden uns ein, unsere Schuhe draußen zu lassen. Unsere vergangenen Geschichten, die Geschichten, die uns im Moment betreffen, unser Selbstbild, unsere Meinungen und Erwartungen, unsere Hoffnungen und Enttäuschungen, kurz gesagt, unsere ganze egozentrische Identität als Person. Diese Wachen versichern uns, dass niemand unser Gepäck anfassen wird und dass wir alles wieder mitnehmen können, wenn wir abreisen. Nach diesem Bild gehen wir nun zu unserer Meditation über. Lass nun bewusst alle deine Geschichten der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft weg. Lass auch deine egozentrische Identität als Person weg. Du bist jetzt frei von allem Gepäck. Du bist voll bewusst. Deine Wahrnehmungssinne funktionieren gut. Du bist geistig nicht aktiv und schenkst spontanen Gedanken keine besondere Aufmerksamkeit. Die Gedanken kommen und gehen, ohne dich zu stören. An diesem Punkt bist du bereit, in die Meditation einzutreten. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, wie die Luft einströmt, wie die Luft ausströmt, wie die Luft einströmt und wie die Luft ausströmt. Halte deine Aufmerksamkeit weit und offen und bleibe in einem Zustand stiller Wachsamkeit,
in der Gegenwart Gottes.